Wunderschönen guten Morgen, meine lieben YouTuber. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen in Peters 50er, 60er Jahre Hobbyheim Museum, Kanal 2, Peter Rockabilly 1950. Ja, jetzt bin ich eben gerade fertig geworden mit meinen Reinigungsarbeiten. Und ja, es hat sich leider Gottes nicht viel verändert in meinem 50er, 60er Jahre Flur. Also wir haben hier vom Flohmarkt ein Alu-Blechbild mit Elvis Presley, hier mit Unterschrift, so in schwarz-weiß, gut aussehender junger Mann. Ja, dann haben wir hier mein 50er Jahre Spiegel, hier mit den schönen Nieten ringsrum. Es ist auch, hallo, kein großer, es ist ein kleiner. So. Aber dennoch ist der im tadellosen Zustand. Ja, dann geht's weiter. Hier haben wir meine Schuhkommode. Da ist jetzt aber nichts drin. Aber hier sind dann solche Regalböden, Stangen, wo man die Schuhe reinpacken kann. Einmal oben, einmal in der Mitte. Unten haben wir dann noch so ein richtiges Fach, um auch Schuhe reinzupacken oder vielleicht Schuhputzmittel reinzupacken oder sowas. Das werde ich wahrscheinlich nachher noch machen. Aber das dachte ich mir, ist jetzt nicht so wichtig fürs Video. Ja, dann kommen wir zu meiner Flur-Kombi-Garderobe aus den 50ern. Also wie ihr seht, haben wir hier so schöne Messinghaken, die sind auch drehbar, zumindest einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite, rechts und links. Ja, hier oben haben wir die sogenannte Hutablage. Dann haben wir hier noch Haken für die Garderobe, auch hier ein Haken für die Garderobe. Dann haben wir hier einen schönen großen Spiegel mit integriert. Und mit so einem schönen Stoffbezug, nur ich weiß jetzt nicht, was das haargenau für ein Bezug ist. Und natürlich auch ganz klassisch die sogenannten Nieten, wie man das aus den 50er Jahren kennt. Ja, das ist quasi ein ganzes Teil, also quasi die Rückwand, die dann mit dem Element von unten zusammen verschraubt ist. Und das ist wirklich ein Original. Ja, hier haben wir Platz für die Schirme, also hier kommen dann quasi die Schirme rein, deswegen haben wir hier so eine, ja, ich würde mal sagen, Alu-Boden, sowas. Kann aber auch reines Metall sein, weil wir haben ja auch hier ein paar Abnutzungsspuren, so ganz leichte Rostflecken, also das heißt, man steckt den Schirm hier rein und hier sammelt sich dann quasi das kleine Regenwasser, was dann quasi so runtertropft. Ja, das gleiche haben wir ja hier auf dieser Seite auch. Und ja, dann haben wir hier noch eine kleine mitverbaute, ich würde mal sagen, der Größe nach zu urteilen, Kommode mit Ablagefläche, mit einer Tür, mit Verzierungen, auch selbstverständlich, wie ihr das sehen könnt, hell, mitteldunkel und da genau das gleiche bei meiner Schuhkommode, hell, mitteldunkel. Ich habe mir gedacht gehabt, dass das mal so einheitlich ist und alles passt. Ja, dann öffnen wir mal die Tür. Ja, und hier drinnen haben wir auch nochmal in diesem kleinen Kommodenschrank, der hier mit verbaut ist. Mal gucken, will nicht offen bleiben. Ja, jetzt. Ja, und hier haben wir in der Mitte eine Ablagefläche und eine Ablagefläche.
für was auch immer. Und halt oben. Ja. So, dann geht's weiter. Auch wenn ich das schon mal auf meinem ersten YouTube-Kanal in Peters 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum gezeigt habe, könnte man jetzt auch sagen, dass ich das jetzt nochmal so ein bisschen ausführlicher erkläre. Ja, des Weiteren vom Flohmarktbesuch nagelneu. Eine bekannte Marke Kolonin. Auch wieder so ein Alu-Blechschild. Die Marke, nach meinen Recherchen, gibt es immer noch. Da geht es um Schuhputzmittel und um andere Sachen. Deswegen dachte ich mir, von den Farben her passt das ganz gut. Ja, des Weiteren haben wir aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt auch von einer Haushaltsauflösung in Niedersachsen einen Schirmständer. Also wenn ihr euch ganz genau in Ruhe das Ding mal angucken tut, hier haben wir unseren Holztragegriff, hier haben wir wieder diese Messingverzierungen. Ist das quasi ein Schirmständer in Form von einem Schirm. Diese Leisten, die gehen gerne mal ab. Das bitte ich zu entschuldigen. Also es ist quasi ein Regenschirm, der auf dem Kopf steht, der ein wenig auf ist. Deswegen, es hat also quasi, ich finde jetzt gerade nicht die richtigen Worte, aber es hat quasi die Form eines Schirmständers. Ist auch aus den 50er Jahren. Ja. Naja, und weil es halt eine Zweizimmer-Mietwohnung ist hier, haben wir so eine schöne, moderne, verbaute Tür, aber die tut ja jetzt nichts zur Sache. Ja, so, mal gucken. Hier haben wir meine Flurlampe hängen. Mal gucken, ob ich sie noch ein bisschen besser zeigen kann. So, die ist auch aus den 50ern. Ich werde jetzt mal kurz das Licht hier ausmachen. Ich kann diese dann besser zeigen, weil ich filme ja gerade mit Licht. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. So, hier ist meine 50er Jahre Flurlampe. Die ist zwar nicht neu verkabelt, aber die ist gereinigt und in all meinen Lampen sind diese Birnen drin. Ja. Machen wir mal wieder zu. Also hier mit Tageslichtfilm ist ziemlich schwer. Ich könnte es mal allerdings versuchen. Ich gehe jetzt mal kurz in mein deutsch-amerikanisches Wohnzimmer oder Küche beziehungsweise und gucke mal, dass ich das mal so ein bisschen im Hellen filmen kann. Ja, so sieht das ganze Ergebnis aus. Ja, nun habt ihr meine Küche gesehen, mein Wohnzimmer, mein Flur. Ich arbeite mich ja, wie gesagt, Raum für Raum durch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Teilen erwünscht. Kommentieren auch gerne erwünscht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In Peters 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum, Kanal 2, Peter Rockabilly, 1950. Bleibt mir treu, bleibt euch gewogen treu, bleibt vor allem wegen gesund, passt auf euch auf. Und eine schöne Restwoche noch, das Wochenende naht. Und seid gespannt auf mein fertiges Ergebnis von meinem Schlafzimmer. Da hat sich auch einiges getan. Das nochmal so vorweg. Wer es auf meinem ersten Kanal mitverfolgt hat, der wird festgestellt haben, dass dort Matratzen gefehlt haben und so ein paar andere Sachen, so wie eine Deckenlampe. Ist alles besorgt, sogar passend zu den Nachtlampen, aber davon beim nächsten Mal mehr. So, ich werde mich jetzt hier weiter beschäftigen mit meinem Haushalt.
und wünsche euch erstmal einen schönen Tag und ja, demnächst folgen, wie versprochen, noch die restlichen Videos von meinem Rundgang in meinem Museum. Euer Peter Rockabilly. Tschüss.